Im vergangenen Jahr hat Volkswagen in Chattanooga im amerikanischen Bundesstaat Tennessee eine der modernsten Autofabriken der Welt eröffnet. Und dieses Werk hat eine ganz besondere Anerkennung bekommen. Für seine Bemühungen, so nachhaltig und umweltschonend wie möglich zu produzieren, gab es die Auszeichnung Leadership in Energy and Environmental Design in Platin zum allerersten Mal für eine Autofabrik. Dass die Produktion auf strenge Umweltrichtlinien getrimmt wurde, hat nicht nur ökologische Vorteile. Möglichst geringe Belastungen in den Bereichen Energieverbrauch, Abfallaufkommen, Emissionen, Wasserverbrauch und CO2-Ausstoß sind auch ein klarer Wettbewerbsvorteil. VW hat dieses erkannt und will mit der sogenannten Think Blue Factory Strategie den Energieverbrauch und die Umweltbelastung der Werke weltweit in den kommenden 6 Jahren um 25% senken. Umwelt- und ressourcenschonende Produktion ist ein wichtiger Teil der VW-Unternehmenskultur. Die Mitarbeiter in den Werken können ihre Ideen zur Energieeinsparung und Effizienzsteigerung einbringen. Künftig wird es einen speziellen Think Blue Factory Tag in den Werken rund um den Globus geben.